Wie ihr sicher wisst, gibt es in den buddhistischen Lehren einige Schlüsselbegriffe, die immer wieder auftauchen. Die unterscheiden sich ein bisschen, je nachdem, welcher Tradition man angehört, je nachdem, welchem Lehrer man gerade begegnet oder auch, wo sich der Zeitgeist gerade mal niederlässt. Und eines dieser Schlüsselworte ist Achtsamkeit. Und damit bin ich beim Thema des heutigen Abends. In manchen Ecken hört man von Achtsamkeit nie. Und in anderen Ecken ist Achtsamkeit ein Mittel für alles. Die Pille für alle Krankheiten. Ich habe mir deshalb vorgenommen, heute Abend etwas mal zu diesem Thema zu sagen, das eine ganze Reihe von Facetten beinhaltet, die man sich meistens gar nicht klar macht. Zunächst mal als generelle Aussage, Achtsamkeit ist eine Fähigkeit unseres Geistes oder eine Funktionsweise unseres Geistes, ein Aspekt geistiger Tätigkeit. Und als solches ist Achtsamkeit in Pali Sati zunächst mal indifferent. Man kann das für alles Mögliche verwenden und einsetzen. Ist, wenn ihr so wollt, auch moralisch-ethisch neutral. Und zur Kenntnis nehmen sollten wir, dass das ein Phänomen ist, das wir in unserem Alltag jeden Tag brauchen. Ohne Sati, ohne Achtsamkeit kämen wir gar nicht durch den Tag. Es ist nicht nur etwas, was im buddhistischen Kontext angesiedelt ist. Das hängt beim Eiermachen, bei Rühreiermachen an. Da muss man erstmal sich vorstellen oder vor das geistige Auge führen, wo man denn hin will. Am Ende muss da ein Teller stehen, wo so ein kleines Häufchen mit Rührei drauf ist. Damit fängt's an. Aber dann muss man sich auch klar machen, was brauche ich denn alles dazu, um dieses Produkt herzustellen? Ich muss mir die Reihenfolge merken, wie man das macht, ja, was wann kommt. Und wenn ich mitten in diesem Prozess des Rühreierherstellens bin, muss ich immer mal wieder gucken, an welcher Stelle bin ich denn. Jetzt mache ich es gerade richtig. Ist die Pfanne zu heiß? Ist zu wenig Butter drin? Ist zu viel Butter drin? Bis ich am Ende sagen kann, und da haben wir wieder 18 Pfeile, so, jetzt ist es fertig, jetzt kann das gegessen werden. Und so ist das mit tausend Dingen unseres täglichen Lebens. Ohne diese geistige Funktion der Wachheit könnten wir das alles nicht machen. Aber selbst der Übeltäter kommt ohne Sati nicht aus. Also wer heute am PC sitzt und versucht, in andere Datenbanken einzudringen, der braucht Achtsamkeit, so schafft er das nicht. Oder wer jemanden übers Internet abzocken will, der kommt ohne Sati nicht aus. Und deshalb verwundert es uns natürlich auch nicht, dass Achtsamkeit im Kontext der buddhistischen Übung, im Kontext der buddhistischen Lehre eine herausragende Rolle spielt. Und das ist das eigentliche Thema heute, also weniger Rührei noch und PC, sondern welche Rolle spielt denn Sati im achtfachen Weg in unserer buddhistischen Praxis? Dazu ein paar Facetten. Ich fange an mit etwas, woran man vielleicht gar nicht zuerst denkt. Das erste Stichwort ist nämlich Erinnerung. Und die Hauptbedeutung und die Ursprungsbedeutung dieses Wortes Sati heißt Gedächtnis, Erinnerung, meint die Fähigkeiten, das wieder in das Bewusstsein zu bringen, was vor langer Zeit mal gesagt wurde, was getan wurde, was wir mitgekriegt haben. Also Gedächtniskraft heißt, wieder in die Gegenwart zu holen, was eigentlich schon längst vorüber ist. Buddhistisch gesprochen hat es etwas damit zu tun, dass wir uns auch an die Lehren wieder erinnern, die wir mal gehört haben. Es hat ja keinen Zweck, bei jeder Frage der Alltagspraxis oder der spirituellen Praxis immer gleich an den Bücherschrank zu rennen und nachzugucken, was wäre denn jetzt eigentlich notwendig, was müsste ich denn wissen. Sondern im Idealfall sollte man die wichtigsten Dinge einfach erinnern. Das ist eine Form der Wahrheitsgegenwart. Sati hat immer etwas mit Gegenwart zu tun. Und bei dem Phänomen Gedächtnis, das ich jetzt beschreibe, heißt das, ich rufe in die Gegenwart, was in meinem Kopf irgendwo abgespeichert ist oder im Idealfall abgespeichert ist. Und inhaltlich bedeutet das, dass wir uns
wieder im Idealfall in jedem Moment sicher sein sollten, was im Moment passiert und vor allen Dingen uns klar sein sollten, dass wir uns permanent in einer Täuschungssituation befinden. Das ist ja eine der Hauptbotschaften, die der Buddha bringt, so wie die Welt uns erscheint, so wie das erscheint, was wir momentan erleben, so ist die Wirklichkeit nicht. Wir sind einer Illusion aufgesetzt. Und Wachsamkeit, Achtsamkeit bedeutet, sich immer mal wieder daran zu erinnern. Das heißt, genauso sich erinnern an die guten Motive, die man sich gesetzt hat im Leben, also an die Ziele, die man sich gesetzt hat, und sich erinnern an das, was hilfreich ist, ja, um diese Ziele zu erreichen. Dummerweise, und ich vermute, das geht euch nicht anders als mir, stehen diese Gedächtnisinhalte nicht immer zur Verfügung. Die typische Prüfungssituation. Man weiß im Grunde alles, nur wenn man es braucht, ist es nicht da. Seid beruhigt und getrost, das ist kein neues Phänomen, vielleicht ein bisschen verstärkt durch unsere aktuelle Lebenssituation. Aber dieses Thema, ich kann mich nicht erinnern an das, was eigentlich notwendig wäre, ist ein Thema gewesen, das schon zu des Buddha-Zeiten aktuell war. Und mir fällt ein damals aktueller Fall ein, wo jemand zu dem Buddha gekommen ist. Es war ein Brahmane, also jemand von der konkurrierenden Religion. Und sagte, also hör mal Buddha, wie ist denn das, wie kommt es denn, dass einem manchmal die Dinge nicht einfallen, die man braucht? Also man muss wissen, ein Brahmane hat sehr viel mit Ritualen zu tun, sehr viel mit Mantren zu tun, die in einem bestimmten Zusammenhang rezitiert werden. Und da sagt er nur, also es ist ganz furchtbar, manchmal fallen mir selbst die Dinge nicht ein, die ich gut kenne und die ich vorher gerade rezitiert habe. Und manchmal fallen mir sogar Dinge ein, die ich nie geübt habe, die lange zurückliegen, ganz verborgen sind, die sind völlig präsent. Also wieso kommt das, dass diese Fähigkeit der Erinnerung nicht präsent ist, dass man da nicht frei verfügen kann, so wie man will. Sagt der Wachte, es ist relativ einfach zu erklären. Es gibt 5 Faktoren, die unseren Geist blockieren und damit Sati unmöglich machen. Diese 5 Faktoren werden gelegentlich auch als Hemmungen benannt. Nur Hemmungen sagt schon, der Geist ist gehemmt, klar zu sehen, das zu tun, was er eigentlich tun sollte. Nivarana wird es manchmal, ein Pali genannt, oder auch Hemmnisse. So, was sind diese 5? Wünsche haben, etwas begehren, etwas verlangen. Das Gegenteil davon, etwas nicht mögen, zornig sein, sich ärgern, Abwehr, Ablehnung in sich zu spüren. Das dritte kennen wir vielleicht auch, das ist eine geistige Situation der Mattheit, der Schlaffheit. Man hat nicht die richtige Energie, kommt nicht richtig auf Touren. Man möchte am liebsten im Bett bleiben, so ungefähr. Oder auch das Gegenteil, man ist zu aufgeregt, zu hektisch, es gehen einem zu viele Dinge durch den Kopf. Und fünftens, man hat Zweifel, man weiß nicht so recht, wo es lang geht. Und das sind 5 Faktoren, die der Buddha Hindernisse nennt. Ich betone das nochmal, weil dummerweise wir denken, was ist denn da ein Hindernis? Es ist doch normal, wenn ich was Schönes sehe, will ich es haben. Und es ist doch völlig normal, wenn mich was ärgert, dass ich da negative Emotionen empfinde und dass ich XY auch mal die Meinung sage. Es ist doch völlig normal, dass es mal richtig rund geht, dass das Leben turbulent ist oder auch, dass man mal geistig schlaff ist. Aber das, was wir als eine selbstverständliche Haltung dem Leben gegenüber empfinden, nämlich gerade mögen und nicht mögen, ist eines der großen Hindernisse. Jetzt speziell, um Achtsamkeit, um Wachheit hervorzurufen. Und um das plastisch zu machen, gibt der Buddha ja immer Bilder, sozusagen ja, Metaphern, die uns das sinnlich verdeutlichen, was er meint. Und in dem Fall empfiehlt er, nehmt euch doch mal einen großen Topf Wasser und guckt da rein. Was passiert da, wenn man einen Topf Wasser guckt? Man sieht sein eigenes Gesicht. So weit, so gut. Soll bedeuten, dass da, wo Achtsamkeit vorhanden ist, man die Realität wahrnehmen kann. Aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn die Bedingung Wassertopf gefüllt mit Wasser
anders werden, nicht ideal sind, dann kann man eben sein Gesicht nicht sehen. Und das sind wieder die fünf Aspekte, die ich genannt habe. Wenn das Wasser nicht klar ist, sondern rot gefärbt ist oder blau gefärbt ist, etc., etc., sehe ich die Farbe, aber nicht das Gesicht. Wenn Begehren da ist, sehe ich nicht die Realität, kann mich nicht erinnern. Anders, wenn das Wasser kocht, Blasen aufsteigen, kann ich auch nichts in dieser Oberfläche sehen. Heißt, wenn ich ärgerlich bin, wenn die Blasen in mir aufsteigen, ja, wenn ich koche, sagen wir sogar, wenn ich koche, sind meine geistigen Funktionen eingeschränkt. Das nächste wäre, wenn Moos und Algen und so Wasserpflanzen in diesem Wassertopf sind, verhindern die auch die klare Sicht. Man kann nicht auf den Boden gucken oder die Wasseroberfläche sehen. Und das vierte wäre, wenn es ein heftiger Wind ist, also Luftströmung über das Wasser sich bewegt und wir da sehen, wie diese Wellen da auftauchen, kann man sich auch vorstellen, wenn Wasser bewegt ist, Wellen da sind, kann man reingucken, aber man sieht nichts. Und das letzte ist das Übelste von allem, sagt der Warte, stellt euch vor, da ist ein Topf mit Wasser voller Schlamm und das Ganze steht noch in einem dunklen Raum. Und da kann man sich vorstellen, wie Geist in dieser Situation umgeht, nämlich überhaupt nicht. Und damit ist ein bisschen plastisch geworden, was es bedeutet, Gedächtnis zu haben oder nicht zu haben, diese Funktion der Wachheit zu besitzen, der Erinnerungsfähigkeit zu besitzen oder nicht, je nachdem, wie sehr unser Geist eben bewegt ist durch diese verschiedenen geistigen Faktoren, durch diese Emotionen, die uns ja ständig bewegen. Und jeder kann ja bei sich mal die Prüfung machen, wie viele Minuten am Tag oder wie viele Sekündchen am Tag wir ohne eine dieser fünf Emotionen sind. Und es ist klar, je stärker die sind, umso stärker sind wir eingeschränkt. Ich habe vorhin das Beispiel von der Prüfung schon mal genannt. Also wer eine Prüfung muss, da sitzt man allein auf seinem Stühlchen und da sitzt so ein ganzer Haufen, die einem alle angucken und ihre Zettel in der Hand haben. Da wird man erstmal kleiner, völlig fiebrig und denkt, ich habe alles gewusst, alles gelernt. Und wenn die fragen, wie heißen Sie, da guckt man erstmal schnell, ob man einen Ausweis findet, um nachzugucken. Das ist ein Extremfall. Aber damit sieht man, wie eng zusammenhängt unsere geistige Klarheit und die Fähigkeit, zurückzugucken. Und jetzt will ich gerade das absolute Gegenteil davon mal nennen, das so weit zurückreicht, dass wir uns gar nicht recht vorstellen können, wie sehr Sati, wie sehr diese Fähigkeit von Rückerinnerung reichen kann. Und Rückerinnerung ist gerade das richtige Stichwort in dem Zusammenhang. Denn der Erwachte sagt, wenn der Geist völlig ruhig ist, alle diese fünf Faktoren, die ich genannt habe, völlig weg sind, dann kann man sich nicht nur, wie der Brahmane gefragt hat, an alle seine Mantren, an alle seine Dinge erinnern, die man rezitieren muss, oder alle Gedichte erinnern, die man mal als Zehnjähriger in der Schule gelernt hat. Das wäre sozusagen boblig. Sondern man kann sich sogar an die eigenen vergangenen früheren Leben erinnern. Ja, da seht ihr in etwa, ihr könnt abschätzen, wie weit diese Funktion Sati reicht. Also nicht nur wissen, was habe ich gestern Mittag gegessen, sondern was habe ich vor zehn Weltzeitaltern mal wo erlebt. So, das war der erste Punkt, erste Stichwort zur Erinnerung. Sati ist die Fähigkeit, Vergangenes wieder ins Bewusstsein zu holen. Also die Fähigkeit, sich zu erinnern. Das zweite, was ich euch darstellen will, ist Sati als geistige Kontrollfunktion. Das heißt, um wieder in einem Bild zu sprechen, wir haben so etwas wie einen Aufpasser in uns. Der Buddha nennt es einen Torwächter. Nicht? Jemand, der ein scharfes Auge auf die Realität wirft. Ich will euch mal einen Satz vorlesen dazu. Da heißt es in einer Lehrrede, da befindet sich jemand in der königlichen Grenzfestung als Torwächter. Das ist ein verständiger, erfahrener, kluger Mann, der alle Unbekannten zurückweist und nur die Bekannten einlässt. Das ist eine Eigenschaft, eine Funktion von Achtsamkeit. Das
Das heißt, hier haben wir Wachheit, Wachsamkeit als eine Eigenschaft. Und hier ist ja das Bild des Kontrolleurs genannt. Und dieser Kontrolleur ist da, wenn die Dinge passieren. Und er ist pünktlich da. Er ist auch ausgeschlafen. Ja? Er kriegt mit, was passiert. Und er kann unterscheiden, was taugt was, was taugt nichts, was ist heilsam, was ist nicht heilsam. Die vierte Eigenschaft, die ich eben vorgelesen habe. Dieser Kontrolleur weist zurück, was nicht taugt und lässt rein, was taugt. Stellen wir uns das praktisch vor, wir leben ja hier in der Nähe des Flughafens, da gibt's ja auch die Kontrolleure, die für Sicherheit zuständig sind. Und dieser Kontrolleur hat genau diese Eigenschaften. Er muss, wenn die Passagiere kommen, muss der Dienst haben, er darf keinen Urlaub haben oder verschlafen haben. So muss da sein und muss wach sein. Und er muss, wenn jemand kommt, auch genau hingucken, wer steht da vor mir. Im Zweifel muss er das Gesicht vergleichen mit dem, was im Pass steht. Ist das der, der da steht? Und wenn er noch cleverer ist, guckt er vielleicht ab und zu auch mal in die Fahndungsliste. Wird der gesucht oder kann der durchgehen? Und wenn dies geprüft ist, wenn diese Kontrollfunktion vollzogen ist, dann kann der sagen, ja bitte gehen Sie durch oder nee, hier ist kein Platz für Sie, bitte steigen Sie ins nächste Flugzeug und fliegen zurück. Buddhistisch gesprochen oder für unsere Praxis gesprochen, Sati ist die Fähigkeit des Geistes, hinzugucken, ob etwas Unheilsames gerade passiert, ob wir auf dem Wege sind, etwas Unheilsames zu tun oder ob wir das Richtige gerade tun. Also diese Unterscheidung zu treffen. Sati identifiziert die unheilsamen Impulse, die in uns aufstehen. Also Absichten, die auftauchen, die zur Tat bringen. Und Sati guckt auch hin, was wir im Moment gerade tun, ob das das Richtige ist oder nicht. Und damit ist gezeigt, dass diese Aufgabe von Sati ist, dass wir unsere Handlungen ständig auf den Prüfstand stellen. Also nicht aus so Automatismen heraus agieren, wie wir das hier normalerweise tun. Das ist ein Stück unser Problem. Wir tun vieles, was wir aus der alten Gewohnheit tun. Wir tun etwas, um einem momentanen Bedürfnis nachzugehen, um etwas zu befriedigen, was in uns drängt, ohne hinzugucken, taucht das was für mich, hilft mir das oder schadet es. Und wir sind unter Umständen auch bereit, Dinge zu tun, aus Gewohnheiten und aus Unachtsamkeit heraus, die anderen schaden. Und hier wäre dieser Wächter in uns, der Sati genannt wird, der sagt langsam, wir werden die Dinge mal nicht unkontrolliert automatisch ablaufen lassen, sondern wir werden mal genau hingucken. Und der Buddha ist ja ein alter Systematiker. Wenn der was anfängt, dann ist es immer komplett. Ja? Und es gibt eine berühmte Rede, die er oder ein Gespräch, das er mit seinem Sohn Rahula mal geführt hat. Rahula ist ja im Alter von 7 Jahren in den Orden eingetreten und ist klar, dass sich der Buddha besonders um ihn gekümmert hat. Und ein Satz aus dieser Belehrung. Der Buddha fragt seinen Sohn, was meinst du wohl, Rahula, wozu taugt ein Spiegel? Antwort, um sich zu betrachten. Antwort des Buddha, ebenso nun auch soll man sich betrachten und betrachten, bevor man eine Tat begeht, betrachten und betrachten, bevor man Worte spricht, betrachten und betrachten, bevor man einen Gedanken hegt. So, damit ist unser komplettes Leben, wenn man so will, abgearbeitet. Denn was immer wir tun, tun wir mit unserem physischen Körper, mit unserer Sprache oder im Geist, im Denken. Und hier empfiehlt der Erwachte, bevor ihr was tut, bitte in diesen Spiegel gucken und mal prüfen, was ist. Es wird aber noch lückenloser, denn es heißt nicht nur, bevor ihr was tut, guckt hin, sondern auch, während ihr was tut, kontrolliert das, entlasst diesen Wächter nicht. Und wenn ihr was getan habt, dann guckt im Nachhinein auch nochmal, ob das alles in Ordnung war, was ihr getan habt. Ja?
Also das sind die drei Zeiten auch mit im Spiel. Zukunft, was habe ich vor? Meine Absichten. Gegenwart, was läuft im Moment? Und was habe ich alles schon auf dem Kerbholz? Der Maßstab wird zugleich mitgeliefert. Der Maßstab heißt, schadet etwas, was du tust, dir? Schadet es anderen? Schadet es beiden? Und damit sind auch die praktischen Konsequenzen schon genannt. Wenn du merkst, dass etwas schädlich ist, hör auf damit. Lass es sein. Fang es gar nicht an. Wenn du etwas tust, was dir, anderen und beiden schadet, hör auf damit. Mach Schluss, mach einen Punkt. Und wenn du es getan hast, wenn es schon rum ist, dann entscheide dich wenigstens für die künftige Zeit, das soll nicht wieder passieren. Ich bemühe mich darum, mich zu verändern. Und damit ist auch eine dritte Funktion von Wachheit, von Erinnerung, von Sati mitgegeben. Das ist nämlich die Lenkungsfunktion. Es geht in unserem Leben nämlich nicht nur darum, dass wir eine aktuelle Lebenssituation analysieren, dass wir über alles Bescheid wissen, sondern es geht genauso darum, dass wir unser Leben in den Griff kriegen, dass wir hier die richtigen Weichen stellen, dass wir nicht alles über uns ergehen lassen, sondern dass wir fähig sind, auch Veränderungen in unserem Leben einzuführen. Ein bisschen ist es ja im Beispiel schon deutlich geworden. Also die Funktion von Sati ist hier ein Umsteuern in unserem Leben vom Unheilsamen weg zum Heilsamen hin. Also von dem, was uns und anderen hilft und uns voranbringt, nicht voranbringt, zu dem, was allen nützt. Auch da gibt es ein schönes Gleichnis, sagt er, warte, dass Sati die Ströme der Existenz lenkt. Und die Ströme der Existenz im Sinne von den fünf Strömen unseres Begehrens. Denn der große Strom in unserem Leben ist ja der Strom des Verlangens. Wir haben öfter schon drüber geredet. Verlangens, sehen wollens, hören wollens, riechen wollens, schmecken wollens, tasten wollens und auch des Denken wollens noch dazu. Und da heißt es, Sati dämmt das ein. Sati lenkt diese Ströme in die richtigen Richtungen, lässt sie nicht einfach so fließen, wie die wollen. Und aktuelles Thema, wenn man die Nachrichten sieht, sozusagen, Sati baut Dämme auf. Ja, links und rechts, sodass diese Ströme des Begehrens, die in uns vorhanden sind, nicht wahllos durch die Landschaft fließen, sondern eine bestimmte Richtung bekommen. Ein schönen Satz des Erwachten dazu. Die Ströme des Begehrens in der Welt, durch Achtsamkeit sind sie gehemmt. Die Strömungen Abwehr künd ich. Die Weisheit ist es, die sie dämmt. Also da haben wir die Kombination auch nochmal zwischen der Weisheit, zwischen dem Wissen, das uns die richtige Richtung vorgibt und der Achtsamkeit, die uns in jedem Moment sagt, wo wir gerade sind. Nächster Punkt, Besonnenheit. Das ist alles nichts ganz Neues, was ich jetzt vortrage, sondern immer Aspekte von einer und derselben Sache. Welche Facetten von Fähigkeiten sind mit Achtsamkeit verbunden? Zur Besonnenheit wird manchmal auch Klarbewusstheit genannt oder Klarbewusstheit gesagt. Und es meint Fähigkeit, den Körper und die Aktionen des Körpers mit Achtsamkeit zu verbinden. Klingt komplizierter, als es ist. Ich lese auch hier mal etwas aus den Lehrreden vor. Und es meint, um das vorweg zu sagen, es geht darum, dass unser Körper, der ja auch ständig von sich aus irgendwelche Bewegungen macht, dass man diese Bewegungen, diese Automatismen auch erkennt und einschränkt, und immer mehr sieht, dass der Körper ein Instrument ist, das wir benutzen und uns deshalb die Aufgabe gestellt ist, dass wir dieses Instrument bewusst und willentlich einsetzen und nicht einfach machen lassen, was ich so tun will. Da ist der Mönch klar bewusst beim Kommen und Gehen, wird gesagt. Klar bewusst beim Hinblicken und Wegblicken. Klar bewusst regt und bewegt er sich. Klar bewusst trägt er des Ordens Gewand und die Almosenschale. Klar bewusst isst und trinkt er.
Kaut er, schmeckt er, klar bewusst entleert er Kot und Harn. Klar bewusst sitzt, geht, steht er, schläft er ein, wacht er auf, spricht und schweigt. Also ist der Mönch mit klarem Bewusstsein gewappnet. Ja. 5 Zeilen und wieder das ganze Leben drin, zumindest das, was unsere körperliche Tätigkeit betrifft. Da wird einmal gesagt, wir sollen uns darum kümmern, dass wir unsere Bewegungsabläufe kontrollieren. Kommen und gehen, wurde gesagt. Wenn ihr mich jetzt mal betrachtet, die ganze Zeit, wie ich hier da mit den Händen fuchtle und dirigiere, obwohl gar kein Orchester da ist, dann seht ihr, was ein Mangel an Achtsamkeit in dem Fall ist. Der Körper macht so. Und wenn ich euch angucke, ist es gar nicht so unterschiedlich. Ja, man bewegt sich mal so und hin und her, Bein vor, Arm zurück, Kopf runter, hoch. Bewegungen, die wir gar nicht mitkriegen, weil der Körper seine Eigendynamik hat. Und hier wird gesagt, achtet mal drauf, was dieses Instrument macht. Und achtet mal drauf, ob ihr Herr dieses Instruments seid oder ob das Instrument Herr über euch ist. Ja. Das fängt an damit, dass man hinschaut, dass man diese Art von Besonnenheit hat. Dann wird genauso gesagt, wir sollen mal kontrollieren, was unsere 5 äußeren Sinne machen, nicht? Wenn wir uns ja auch beobachten, wo die Augen hingehen, wo die Ohren hingehen, ja, dass so eine Aufmerksamkeit in alle Ecken sich richtet und wo wir gar nicht merken, in welcher Gespanntheit, in welcher Aktivität wir ständig sind. Das ist hier genanntes Hinblicken und Wegblicken als Beispiel. Was machen unsere Augen im Moment oder den ganzen Tag? Genauso geht es um den Gebrauch der Alltagsgegenstände. Wie geht man mit seiner Kleidung um? Wie geht man mit, in dem Fall, dem Essgeschirr um? Ernährung, auch ein spannender Punkt. Wann ernähren wir uns wie? Merken wir überhaupt, wann wir was essen und dass wir was essen? Oder wundern wir uns immer, dass der Teller leer ist und haben das Gefühl, ob du gar nicht richtig gegessen hast? Das kann man ja mal beobachten, wenn 3-4 Leute zusammensitzen bei einem Essen. Die kriegen nie in der Regel mit, was vor ihnen da steht und was da passiert, weil sie sich über das unterhalten, was sie vorige Woche gegessen haben und das mal betrachten, was sie nächste Woche kochen wollen oder sich austauschen über Rezepte, die sie irgendwo im Urlaub mal kennengelernt haben. Alles schön gut, nur in dem Moment kriegt man nicht mit, was auf dem Teller ist und wundert sich, dass die Chips leer sind, nicht? Obwohl das Fernsehspiel da erst gerade angefangen hat. So ungefähr. Körperhaltung habe ich eben schon mal angedeutet. Da ist die Empfehlung, merkt bitte schön, wenn ihr geht. Also ihr wisst, jetzt gehe ich. Und wenn ihr sitzt, jetzt sitze ich. Und wenn ich liege, jetzt liege ich. Das sind alles automatische Abläufe, die wir normalerweise nicht mitkriegen. Wir gehen, ohne zu merken, dass wir uns bewegen. Wir sitzen, ohne dass wir das mitkriegen. Und das wäre eine Aufgabe, eine Übung, die man auf sich nehmen kann, mal hinzuschauen, was geschieht denn in diesem Moment? Was tut sich mit meinem Körper? Letztes Stichwort von diesem Hauptpunkt, den ich darstellen will, die Funktion des Gewahrseins, des Beobachtens. Und jetzt sind wir bei einer noch stilleren, noch feineren Art von Achtsamkeit. Hier arbeitet Sati noch auf eine sehr viel subtileren Art und Weise. Hier geht es nämlich darum, die Dinge, die passieren, die geschehen, einfach nur zu beobachten. Wir merken, dass wir jetzt in den Bereich der Meditation kommen, denn wenn von diesen Dingen die Rede ist, dann taucht immer das Stichwort Satipatthana auf. Also der Bereich, wo Achtsamkeit nicht nur im Alltag eine Rolle spielt, sondern Achtsamkeit dezidiert ein Instrument ist, das man einsetzt in der Meditation und einsetzt, um 4 Lebensbereiche bei sich zu erfahren, zu erleben. Die 4 Satipatthana, die 4 Grundlagen der Achtsamkeit, wird gesagt, oder die 4 Objekte der Achtsamkeit. Denn was passiert, wenn man auf dem Kissen sitzt und sagt, so, Augen zu, ich wende meine Aufmerksamkeit nach innen, ich beobachte jetzt nur mal, was sich da bei mir, in mir tut.
Und beobachten heißt jetzt nur hinschauen, nicht gleich reagieren, nicht gleich beurteilen, nicht gleich was verändern wollen, sondern nur schauen, was passiert in diesem Moment. Und da kann man nichts anderes tun, als seine Achtsamkeit auf 4 Prozesse richten, die passieren in jeder Sekunde. Das eine ist natürlich der eigene Körper. Die körperlichen Prozesse, die von Sekunde zu Sekunde sich abspielen, dass man die mal mitkriegt. Also für mich war das in jungen Jahren eine große Überraschung, als mein damaliger Yoga-Lehrer gesagt hat, so, jetzt probieren wir mal einen Punkt XY auf unserem Rücken zu spüren. Halt mal, wie soll das gehen? Wie soll ich mit meiner Hand auf den Rücken kommen? Er sagte, nicht irgendwo hinfassen, sondern von innen raus da hinspüren. Ich habe den Mann damals für ein bisschen, ich will das nicht äußern, was ich damals für den Mann gedacht habe. Ja? Das geht doch überhaupt nicht. Und es ist nur wirklich etwas sehr, sehr Grobes, so festzustellen, wie fühlt sich die Schulter an, ohne dass man dran greift. Ganz abgesehen von den ganz feinen, subtilen körperlichen Prozessen, die in jedem Moment sich abspielen. Also das ist das erste Feld, das Hauptfeld der Satipatthana-Übungen, zu merken, was tut mein Körper im Moment. Ist es da heiß? Ist es da kalt? Ist es da in Bewegung? Ist da Stille? Ist da Enge? Ist da Druck? Ist was auch immer. So. Zweiter Punkt, der Erwachte sagt ja, wenn immer wir etwas erleben, eine Erfahrung machen, ist immer Gefühl dabei. Satipatthana heißt hier, sich Rechenschaft abzulegen, welche Gefühle sind denn in mir? Gibt's da welche? Ja? Ich habe jahrelang behauptet, also wenn ich auf der Matte sitze, da sind keine Gefühle. Sind nicht da, ja. So, also was ist an Wohlgefühl, Wehgefühl oder neutralem Gefühl in dem Moment da, wo ich hinschaue? Es ist immer etwas da. Das Dritte, welche Emotionen bewegen mich gerade? Nicht? Bin ich etwas aufgeregt? Bin ich in einer Situation, dass ich was will oder was ablehne oder Zorn oder Neid oder Geiz oder was auch immer. Es gibt 1000 emotionale Gebilde, die sich in uns tummeln. Guck mal hin, was passiert im Moment, ohne dich gleich zu tadeln. Och, das schon wieder. Das darf doch wohl nicht sein. Das ist doch völlig unbuddhistisch, ja. Ohne was gleich zu begrüßen. Ach, das fühlt sich mal schön an, sondern wirklich nur mal zu sehen, was passiert im Moment? Jetzt fragt man sich natürlich, wozu das Ganze? Ja, was macht das für einen Sinn, seinen eigenen Körper zu betrachten und zu merken, ja, da ist es warm, da ist es weniger warm und da blubbert es ein bisschen und da ist Bewegung und da ist Stille. Wozu das Ganze? Die Satipatthana-Übung ist eine der tiefsten Übungen in der buddhistischen Praxis überhaupt. Sie ist eine der anspruchsvollsten Übungen überhaupt und sie hat den fast allergrößten Effekt. Das, was da rauskommt, ist eine sehr, sehr tiefgreifende Veränderung in unserem Gewahrsein. Warum? Was passiert da? Alles, was man beobachtet und eben nur beobachtet, ist ein Objekt. Und das Subjekt guckt auf das Objekt. So, das klingt geheimnisvoll, aber es steckt dahinter. Alles, was ich beobachte, was ich dadurch zum Objekt mache, bin nicht ich. Wir sagen doch, mein Körper, meine Gefühle, meine Emotionen, und das vierte habe ich noch nicht erwähnt, alle Daseinsphänomene, alle Wahrheiten, die es gibt, also alle Geistesobjekte gehören auch noch dazu. Solange ich mich, was wir üblicherweise tun, identifizieren mit Körper, mit Gefühl, mit Emotionen, mit unseren Gedanken, haben wir die entsprechenden Probleme. Und immer dann, wenn es gelingt, die Dinge nur zu beobachten, passiert etwas ganz, ganz Radikales, nämlich was vorher ich war, als ich empfunden wurde, ist plötzlich nicht ich. Und das ist ja eine der tiefsten Entwicklungen, die es in der buddhistischen Praxis gibt, sich eben zu de-identifizieren von all dem, wo man vorher gesagt hat,
ich oder mein. Von daher kann man in etwa abschätzen, wie weit diese Funktion des Geistes, die ich Sati oder Wachheit genannt habe, wie weit es reicht. Kurzes Resümee mal zwischendurch, dass wir den Gesamtblick nochmal haben. Ich sagte eben nochmal die Wichtigkeit von Sati. Und der Buddha formuliert es an einer Stelle so, um dieses Instrument nochmal ganz, ganz in den Vordergrund zu rücken. Er sagt, alle Dinge durch Aufmerksamkeit, Achtsamkeit werden sie gemeistert. Alle Dinge, sprich alle Probleme, die wir haben, werden durch Achtsamkeit gemeistert. Wie das funktioniert, nochmal einen Schnelldurchgang. Ich habe mir das so selbst klar gemacht. Sati klärt. Warum? Sati verscheucht alle Zweifel, alle Nebel der Existenz, löst alle Zweifel auf. Sati führt zu Klarheit, zur Genauigkeit, zur Präzision. Also wo Schleier in unserer Existenz waren oder sind, Sati nimmt sie weg. Sati klärt. Das zweite, Sati zeigt. Sati zeigt nämlich die wahren Eigenschaften aller Phänomene. Jetzt komme ich kurz auf die Meditation nochmal zurück, weil das, was die wahren Eigenschaften aller Phänomene ausmacht, ist die Wandelbarkeit, das Unbefriedigtsein und die Ichlosigkeit aller Phänomene. Das zeigt Sati, dem man hinguckt. Sati schafft Distanz. Das habe ich zum Schluss auch dargestellt. Wo Achtsamkeit ist, entsteht eine Lücke zwischen Anführungsstriche mir und dem, wozu ich vorher ich und mein gesagt habe. Und last not least, Sati sagt Halt. Weil Sati als Funktion der Wachheit und der Klarheit immer Stopp sagt, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht. Ja. Sati ist sowas wie ein geistiges Luftanhalten. Moment mal, bevor ich in die alte Leier wieder reinrutsche, wie ich es immer gemacht habe, jetzt mal Achtsamkeit herholen, Achtsamkeit einsetzen mit dieser Kontrollfunktion, die ich vorhin dargestellt habe. Also die Automatismen werden unterbrochen. Es gibt kein automatisches Ergreifen der Dinge, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Keine unwillkürlichen Akte der Gefühlsbefriedigung, auf die wir normalerweise aus sind. Sati klärt, Sati zeigt, Sati schafft Distanz. Ja? Also das ist diese Trennung zwischen dem, der beobachtet, in Anführungsstrichen, und dem, was beobachtet wird als Objekt. Wenn ich schaue, wenn ich meinen Körper betrachte, ist der plötzlich wie vor mir. Ich gucke auf ihn, während wir alle jetzt sagen, ach, das bin ich, das ist mein Körper. In der Betrachtung rückt es sozusagen als Phänomen. Ja, guck, das gibt's. Ja, Körperlichkeit gibt's. Das wird sozusagen die tiefe Erfahrung. Zugegeben, das ist jetzt mehr so ein Gipfelblick auf das, was man mit Achtsamkeit alles machen kann. Aber wir sollten üblicherweise auch daran erinnern, dass wir noch nicht auf dem Gipfel sind, sondern in der Regel ganz unten am Berg stehen. Und deshalb noch das eine oder andere uns kurz betrachten, was in unserem Vorfeld, in unserem Übungsvorfeld vielleicht noch wichtiger ist. Was ich jetzt sage, klingt erstmal banal. Bevor man diese Achtsamkeit entwickeln kann, muss man sich erstmal darum kümmern, dass das Gegenteil davon nicht in uns breit ist, ja, dass sich breit macht. Das Gegenteil davon ist im Pali Pamado. Lässigkeit, ja, Schlaffheit, Fahrlässigkeit, Sorglosigkeit, Unachtsamkeit, Leichtsinn habe ich mir aufgeschrieben, Leichtfertigkeit. Also diese Haltung, die wir kennen, ist ein Mangel an Geistesgegenwart, Mangel an Klarheit, Mangel an Vernunft, Mangel an Einsicht. Man ist unkontrolliert, tut die Dinge ungebremst, weil es so sich tut, wie es will, ja. Man lässt Vorsicht und Überlegung außer Acht. Das ist eine
ja, Lebenstatsache, mit der wir sicher gut vertraut sind. Das Gegenteil davon ist Apamado. Nicht? Eben nicht Leichtsinn, sondern, wie der Erwachte sagt, Ernsthaftigkeit. Wobei Ernsthaftigkeit nicht bedeutet, jetzt mit trauernder Miene durch die Gegend zu gehen oder pessimistisch zu sein. Ernsthaftigkeit heißt Wachheit. Nicht? Die Dinge ernst nehmen, sie wichtig nehmen, so wichtig nehmen, wie sie sind. Wo kommt diese Lässigkeit, diese Fahrlässigkeit her? Was uns vom Hörensagen vertraut ist, nennt der Buddha Rausch. Nicht? Wenn wir an Rausch denken, denken wir an Alkohol, Drogen oder sonst was. Und wir wissen vom Hörensagen, was Alkohol beispielsweise auslösen kann. Also wer mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto sitzt, der weiß, wir wissen's, da ist von Achtsamkeit, von Wachheit, von Klarheit nicht viel zu erwarten. Da geht's vielleicht gut, vielleicht nicht, ja. Und das ist mit ein Grund, warum in vielen Religionen und im buddhistischen Kontext insbesondere davor gewarnt wird, seinen Geist mit Drogen oder Alkohol zu benebeln, weil eben dadurch dieses extrem wichtige Instrumentarium der Sati verloren geht. Jetzt kommt das Aber. Es gibt viel mehr Rauschzustände, als wir uns das üblicherweise eingestehen. Die Rauschzustände von Alkohol und Drogen können wir sortieren, aber der Buddha spricht von 3 weiteren Rauschzuständen, die das Leben der Menschen üblicherweise bestimmen. Jugendrausch. Ja, das sind wir alle noch mittendrin im Jugendrausch. Heißt sozusagen in der Überschätzung der eigenen Kräfte übers Ziel hinausschießen. Dann Gesundheitsrausch, sind wir auch noch alle mittendrin, so ungefähr, ja. Heißt, die Gebrechlichkeit des eigenen Körpers nicht einkalkulieren, nicht wissen, dass die Fähigkeiten begrenzt sind und deshalb sich überfordern und andere überfordern. Und der entscheidende Rausch ist der Lebensrausch. Ja? Lebensrausch bedeutet, nicht dran zu denken, dass das irgendwann mal vorbei ist. Nicht klar vor Augen zu haben, in 5 Sekunden kann es zu Ende sein. Sondern aus der Erfahrung heraus, die wir immer und immer wieder machen, ich lebe ja, so bisher nichts passiert, ist alles gut gegangen, zu glauben, das würde so bleiben. Und deshalb seinem Leben nicht die richtige Richtung zu geben. Und diese 3 Rauschfälle, diese 3 Rauscharten sind fast noch wichtiger, ja, weil sie so unentdeckt sind oder häufiger unentdeckt bleiben, als wenn einer Teufel die Treppe runterfällt. Das kriegt man dann mal eher mit. Deshalb, um das nochmal zusammenzufassen, bevor man jetzt die Höhenflüge macht mit Satipatthana, mit der Durchschauung von Anatta etc., mal darauf achten, dass wir in unserem Leben nicht in diese Rauschzustände kommen, also unter Niveau kommen, wo alle anderen Übungsmöglichkeiten gar nicht mehr gegeben sind. Und zum Schluss noch 2, 3 Punkte, die zum Umfeld von Sati gehören, wo man vielleicht gar nicht unmittelbar mitkriegt, dass das was mit Achtsamkeit zu tun hat, die ich aber diese 3 Phänomene als Hilfstruppen von Achtsamkeit und von Sati verstehe. Der Warte sagt, es gibt 2 helle Eigenschaften, die die Welt beschirmen. Welche 2 sind das? Schamgefühl, Scham und sittliche Scheu. Das im ersten Moment hat gar nichts mit Achtsamkeit zu tun. Und trotzdem spielt diese Wachheit, diese Erinnerung hiermit eine Rolle. Welche Funktion haben Scham und Scheu? Ja, sie erinnern uns, Dinge nicht zu tun, die wir tun wollen. Wir haben eine Art Kontrollfunktion, weil sie an das Bessere in uns erinnern und weil sie uns immer mal sagen, eben weichst du aber vom Pfade ab, so ungefähr. Dabei sind Scham und Scheu nah miteinander verwandt. Scham ist dann gegeben, wenn ich es eigentlich besser weiß. Ja, wenn ich etwas tue und irgendwas Kleines, Leises in mir sagt, aber du weißt doch, das ist doch nicht okay.
In dem Moment werde ich konfrontiert mit den eigenen Idealen in mir. Das, was sich sozusagen mehr im Hintergrund bewegt, was so ganz ja, leise in uns sich zeigt. Ich nenne das manchmal auch Gewissen. Das Gewissen sagt eigentlich, was ansteht, was richtig ist, zeigt uns, hör auf damit, beziehungsweise wenn du etwas getan hast, dann entscheide dich, es künftig nicht mehr zu tun. Hier sagt der Erwachte, das ist im Vergleich wie ein Schutzgraben um eine feste Burg herum. Also ein Graben, der die Burg schützt vor den Feinden. Die Feinden sind immer unsere schlechten Dinge. Also das, was wir denken, falsches Sagen und falsches Tun. Davor soll das schützen. Und die Insassen der Burg oder die Burg selbst ist die Reinheit unseres Herzens sozusagen. Also die Reinheit unseres Inneren, wo dieser Aspekt da ist, der Scham, schütze ich mich selbst vor Dingen, die eigentlich unter meinem Niveau sind. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Grade, wie sich das ausprägt. Manchmal schämt man sich, wenn man etwas getan hat, womit man einem anderen wirklich geschadet hat. Da denkt man, hoffentlich im Nachhinein, hättest du besser nicht getan. Das ist so die Grundform, die am häufigsten auftaucht. Aber manchmal schämt man sich auch, nur wenn man einen Gedanken hat, von dem man das Gefühl hat, nur der war aber unter deinem Niveau. Und da können wir ja uns irgendwo einsortieren. Ja, ab wann empfinden wir sowas wie Scham? Nicht? Wenn wir unserem Arbeitskollegen das Portemonnaie geklaut haben, schämen wir uns dann? Oder wenn in uns ein Wunsch auftaucht, von dem wir sagen, ja, ist das wirklich okay? Ja, also das ist eine Testaufgabe für uns, mal zu schauen, wie diese Funktion Scham in uns auftaucht. Und das ist, wie ihr seht, ein Aspekt von Wahrheit. Denn das Gewissen erinnert uns, so soll es eigentlich sein. Du weißt es doch besser. Und Scheu ist die Kehrseite davon. Scheu ist, wenn das bessere Ideal nicht in mir ist, sondern im Außen. Soziale Kontrolle. Ja? Was wollen die Nachbarn sagen? Was sagt denn der und der, wenn das rauskommt, was ich da heute tue? Das vorwegnehmen, ja, was sagen denn die anderen, wenn die merken, wie ich wirklich bin? Ja, das bremst auch ungemein, wenn man dann merkt, nee, ich möchte nicht, dass ein Bild von mir nach außen tritt, das nicht mit meinen eigenen Idealen übereinstimmt. Und dazu gehört auch der Aspekt, dass man erkennt, welche karmischen Folgen ja, negatives Handeln hat. Sodass man dieses Ideal nicht nur in den anderen repräsentiert sieht, sondern auch in dem Wissen hat, wenn du so und so handelst, wirst du denen die negativen Ergebnisse haben, willst du das? Und das vergleicht der Buddha mit einem Rundgang bei dieser Burg, die wir schon kennengelernt haben. Bei einem Rundgang hat man einen klaren Blick, weil man rundherum sehen kann, man kann die ganze Landschaft überblicken kann, sehen, wer kommt und wer geht und wo Gefahr droht. Das ist auch dieser Aspekt von Sati, zu sehen, was sich tut, nicht die Realität richtig einzuschätzen. Letzter Punkt. Dankbarkeit. Was hat das zu tun? Auch Dankbarkeit kann man im Umfeld von Sati ansiedeln. Dankbarkeit im Pali heißt Kat Anyu, wörtlich übersetzt zu wissen, was getan wurde. Wissen, was getan wurde, ist auch eine Erinnerung an das, was ich früher erlebt habe. So, was haben wir denn erlebt? Wenn wir unser Leben ein bisschen anschauen, merken wir gleich, dass wir in unglaublich vielen Abhängigkeiten uns befunden haben seit unserer Geburt. Ohne unsere Eltern, auch wenn sie nur das Minimum für uns getan haben, wäre ein physisches Überleben für uns überhaupt nicht möglich gewesen. Ohne die Lehrer, ohne die Ausbildung, die wir genossen haben, wären wir nicht so gut in diesem Leben zurechtgekommen, wie wir das tun. Ohne den ökonomischen Einsatz vieler Menschen an vielen Ecken hätten wir alle nicht diesen materiellen Reichtum und die materiellen Dinge, die wir heute zur Verfügung haben. Ohne den Einsatz vielleicht auch unserer Partner, unserer Partnerin,
hätten wir nicht ja die Sicherheit, das Wohlbefinden und den kleinen oder größeren Luxussysteme zu Hause haben. Ohne, auch wenn wir schimpfen, nicht Justiz, Bürokratie, Organisation, Staat, Regierung, hätten wir nicht die relative Sicherheit, unser Leben hier zu führen. Und ohne den Buddha, der 45 Jahre lang gelebt hat und gelehrt hat, so muss ich sagen, hätten wir nicht die Möglichkeit der Befreiung. Das heißt, wo immer wir hingucken, merken wir, es wurde sehr, sehr viel für uns getan. Nur das verdrängen wir, wir nehmen das nach einiger Zeit für selbstverständlich hin, denken darüber nicht nach und spüren vielleicht auch, weil das eine oder andere Mal das in uns kratzt, weil wir denken, wir wollen doch eigentlich autonom sein und merken, wir sind eigentlich nur das, was wir sind durch andere. Das schwächt ein bisschen unser Selbstwertgefühl. Und deshalb ist Dankbarkeit etwas, was in unserer Gesellschaft nicht wirklich hoch im Kurs steht. Der Buddha hat eine ganz andere Sicht. Der gute Mensch, sagt er, ist dankbar und erkenntlich. Denn Dankbarkeit und Erkenntlichkeit sind bezeichnend für gute Charaktere. Dankbarkeit und Erkenntlichkeit bilden den Grundzug eines guten Menschen. Es ist dreimal mit aller Deutlichkeit gesagt, dass dieses Cut on you, dass sich bewusst werden, was im Laufe meines Lebens von anderen für mich getan worden ist, eine große Hilfe ist. Denn es ist ja auch eine Situation der Klarheit und der Bewusstheit, die dadurch entsteht. Allerdings, das muss man auch sagen, musste der Buddha damals schon feststellen, dass Dankbarkeit ein sehr seltenes Phänomen zu sein scheint. Er hat sogar einmal formuliert, es gibt drei Menschen, die in dieser Welt unglaublich selten vorhanden sind. Ein Buddha, einer, der die Buddha-Lehre uns nahe bringt, und ein dankbarer Mensch. Aber nichtsdestotrotz zeigt uns das, dass er gerade hier ein Umfeld für Übung und Praxis ist, sowohl was wir an Erfahrung, an Wissen über unser eigenes Leben gewinnen können, als auch was wir an Veränderung der Situation mitkriegen. So, ich habe euch heute lange traktiert, aber ich wollte es mal ein bisschen komplettieren, diesen Punkt. Das habe ich soweit gemacht, soweit ich das jetzt gerade konnte. Alles, was offen geblieben ist, und das wird vermutlich das eine oder andere sein, können wir jetzt gerne noch klären. Danke fürs Zuhören, sozusagen.